Nun, meine Freunde, nun ist es endlich soweit. Wir stehen hier, aufgereiht, nebeneinander, uns bewaffnet, vor den Toren des Vulkans. Und wir alle, Inquisitor Mendoza, Ordenskrieger, auch du, Ordenskrieger, Ash, der Kommandant der Ordenskrieger, Rufus, Vince, Cato, Ordenskrieger, um nicht zu vergessen, Ordenskrieger, wir alle, wir haben uns hier eingefunden und wir werden nicht eher ruhen, bis das Innere dieses Vulkans, durch dessen Tor wir nun schreiten werden, uns untertan ist und wir die Unheil da drin beiseite geräumt haben. Dies ist unsere Insel. Dies ist unsere Festung. Und auch dieser Vulkan wird uns gehören, denn wir, Cato, ja, wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieser Insel und dementsprechend alles, was auf ihr ist und steht und liegt und sitzt und läuft. Und auch, was wartet auf den Einsatz seiner Waffen. Ordenskrieger, ich glaube an dich. Auch du, Cato, ich weiß, du kannst es schaffen. Kommandant, du kannst kämpfen. Gemeinsam können wir kämpfen. Und gemeinsam werden wir diese Festung verteidigen und diesen Vulkan einnehmen. Da stimmst du mir noch zu, Inquisitor Mendoza, oder? Aber da sind wir... Wir müssen doch... Sie müssen mit dem noch quatschen. Bevor wir das machen, ist natürlich die Frage, wollen wir direkt da reingehen oder haben wir noch irgendwelche anderen Quests? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Risen! Nach dieser überaus grandiosen und gar nicht improvisierten Motivationsrede könnten wir eigentlich theoretisch in den Vulkan hinabsteigen, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir ja noch irgendwas anderes davor machen, das ist ja die Frage, nicht, dass da wieder irgendwelche Quests abgebrochen werden. Da ist der Inquisitor ja Experte drin, will ich fast sagen. Berichte dem Druiden über den Tempel, dann müssen wir mal schauen, was drin vor sich geht. Kristallscheiben für den Inquisitor, dann müssen wir dem erst noch geben. Teleportsteine kann man ja noch gar nicht alle haben, glaube ich. Fleischer abkochen, da brauchen wir die Hafenstadt erst. Estebans Rückkehr, die Hafenstadt, dann müssen wir mit dem quatschen. Ja, ich denke, wir können mit dem quatschen. Außerdem haben wir ja gespeichert und von dem her sollte das alles kein allzu großes Problem sein. Versuchen wir es doch mal. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Ja, das tue ich. Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Da freu dich mal nicht so früh. Wir herrschen nicht über die Welt. Wir, also höchstens wir... Wir beide, wir herrschen höchstens über diese Insel und das auch nicht über diesen Vulkan. Das habe ich doch gerade in meiner Rede gesagt. Mensch, Junge, hör doch mal zu. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Ja. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also, bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Okay, bitte sehr. Hier sind sie.
alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Das werde ich natürlich tun. Jetzt habe ich heimlich was getrunken und konnte nicht so schnell reagieren. Muss ich noch ganz kurz die Flasche zuschrauben. Mann, 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 da wird man gleich bloßgestellt. Wo ist denn... Ach, da ist er. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie weggegangen. Weiter. Das scheint ja mit den Quests ganz gut zu funktionieren. Der Moment ist gekommen. Da kann man ja reingehen eigentlich. Und ihm mal bei seiner Mission helfen. Da bin ich mal gespannt, was uns da drinnen erwarten wird. Da geht das Tor auf. Och nee. Echsen! Männer, Achtung! Da ist ein Magier, ein Priester. Da müssen wir aufpassen. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Überraschung! Ja, hahaha. Leute, ihr wisst Bescheid über die Erfahrung. Alter, greift doch nicht den Inquisitor an. Wo ist jetzt... Ich würde sagen, einfach mal draufhauen. Das wird schon zu irgendwas führen. Sind die noch lieb? Gut. Das müssen wir noch schnell alles looten, bevor die anderen das klauen. Aber ich glaube, das trauen sie sich gar nicht. Weil sie unterstehen ja immer noch... Gut, meinen Befehl will ich jetzt nicht sagen, aber ihre Disziplin gebietet ihnen, sich nicht zu rühren, bis sie einen Befehl dazu bekommen. Du hast doch da gerade was genommen, oder? So, ich sehe hier... Da ist noch ein Echsenschwert. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts mehr, was man dann nehmen können. Beziehungsweise was man aus... Oh, hier kann man noch Echsenschwerter holen. Und auch noch looten. So, sonst kann man, glaube ich, nichts mehr auswählen. Da, das Schwert noch. Jetzt müsste es aber soweit sein. Was mit diesem Tor hier? Da kann doch auch noch so eine Kristallscheibe rein, oder? So, jetzt erstmal hier nochmal kurz orientieren. Die sind ein bisschen angeschlagen und heilen sich anscheinend nicht. Na gut, das ist deren Problem. Ja, dann kann man losgehen, oder? Kann man vielleicht nochmal mit denen was quatschen? Verfluchte Echsenbrut! Wir werden jeden einzelnen von ihnen töten! Ja, das werden wir. Was zum Gürger ist das für ein Ort? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir... Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Ob wir jetzt von jedem nochmal das gleiche hören, ich glaube, das ist alles nicht so interessant. Mendoza! Was war das? Echsen. Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Kapitel 3. Der Tempel. Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Was? Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Alter. Okay, ich will... Die nehmen mir die ganzen Skills und Erfahrungen weg. Aber wenn es eh keine Instanz ist, sondern so ein integrierter Ort quasi, kein Ladescreen dazwischen ist und so weiter, dann kommen wir ja mitrennen. Das ist ja vollkommen in Ordnung und uns dann später nochmal auf der Insel umschauen. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen sollten. Quests haben wir ja keine mehr offen. Aber vielleicht sind ja noch ein paar unerforschte Gegenden, wo man noch ein paar... Teleportsteine holen kann oder so. Außerdem ist die Erfahrung wichtig. Und bei den ganzen Gegnern hier dann irgendwie alleine rumspazieren, das muss ja auch nicht sein. Boah. Gut. Und wir brauchen ja die ganzen Sachen, die wir finden werden. Beziehungsweise sie können sehr praktisch werden. So, bleiben die jetzt erstmal hier oder wie? Verteilen sich. Oh. Lass mich. Ich wollte dich auch gar nicht ansprechen. Ich wollte ja hier die Schwerter
nehmen, bevor Cyrus wiederkommt. Wo ist Cyrus eigentlich? Vielleicht irgendwo in der Vulkanfestung. Ich speichere mal ganz kurz. Eigentlich müssen wir nochmal über die Insel laufen, weil wir sind jetzt ja im neuen Kapitel und wahrscheinlich ist ja dann wieder alles gerespawnt. Da können wir einiges an Erfahrungen und so weiter holen, was wir ja brauchen, wenn wir Stärke leveln wollen und so weiter. Und wenn die jetzt eh hier warten. Du! Siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Ja, dann mach auf. Öffne das große Tor. Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschafter aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Mhm. Sieh du dich im Norden um. Das war ja klar, dass ich mich wieder darum kümmern muss. Was ist denn nun mit deinen Kundschaftern, hä? Das große Tor. Und der Typ geht und spielt an den Säulen rum. Ja, dann warum denn auch nicht? Das große Tor, das ist das hier, das kann man nicht aktivieren. Das wäre ja auch zu einfach. Ja gut, ich würde sagen, wir, bevor wir hier weitermachen, werden wir nochmal über die Insel ziehen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar neue Nebenquests und so. Wie gesagt, die brauchen wir, weil ich denke, hier könnte es noch sehr hart werden. Und dann kriegen wir einiges an Erfahrung, Geld zum Beispiel. Wir haben ja, gut, wir haben noch 16.000, aber wir haben für die Kriegerrüstung ja auch wieder einiges blechen müssen. Dann kundschaften wir hier, oh, eine Steinplatte, die wir nicht unbedingt brauchen. Kundschaften wir hier den Weg, den wir gerade lang gegangen sind, noch einmal kurz aus. Und dann ziehen wir nochmal marodierend und brandschatzend über die Insel. Das wird nur zu unserem Vorteil sein, als Vorbereitung auf den großen Kampf hier drin. Sind wir hier richtig, oder ist es ein neuer Weg? Ah, das ist richtig, okay, gut. Ja, dann, ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal zum Don. Dazu benutzen wir den Teleportstein natürlich. Zum Banditenlager. Der wird sich sicher nicht freuen, dass er seine Hafenstadt noch nicht wieder hat. Aber ich denke, dass er sie wieder bekommt, ohne Probleme, das wird ja sicher sein. Altes Herz, Freund, wo sind wir denn hier schon wieder? Da, okay. Dann klär das einmal da hoch. Ah, dann können wir auch mit den... Wir gehen erstmal zum Don, dann quatschen wir den ganzen Banditen, die hier rumlungern. Aber wahrscheinlich ist da eh nichts Neues. Vielleicht kriegen wir dadurch nochmal ein bisschen Erfahrung und können eventuell ein Level-Up bekommen. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Das werde ich tun. Und da haben wir doch schon mal unsere Nebenquest, die wir erfüllen können. Und vor allem können wir dann eine andere Nebenquest erfüllen, und zwar den Fleischer abzukochen. Und wir werden zur Hafenstadt laufen ohne Teleportstein, weil ich denke, dass da wieder neue Viecher sind und die Erfahrung können wir, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, sehr gut gebrauchen. Was willst du? Ich wollte mit dir sprechen, aber du lässt es ja wahrscheinlich nicht zu. Alles klar bei dir? Ja. Haben wir Lernpunkte? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich bezweifle. Oh, wir haben Lernpunkte, warte mal. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Wir haben 10 Lernpunkte. Wir investieren in Stärke, weil die will ich endlich auf 100 kriegen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Oder warte mal, brauchen wir vielleicht irgendeinen anderen Skill unbedingt gelevelt? Bezweifle ich eigentlich. Alchemie, Schmieden auf 3 eventuell. Das wäre vielleicht praktisch. Wir können
Nee, für zwei Handschwerter einhändig brauchen wir noch zwei Punkte, glaube ich. Da müssen wir bis zur Stufe 9 kommen. Und haben wir scharfes Obsidian-Bastard-Schwert? Haben wir irgendein krasses zweihändiges Schwert? Sodass es sich lohnen würde, dahin zu investieren? Nee. Ja, dann ist klar. Dann leveln wir die Stärke. Genau. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Gut. Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein Level-Up. Dann haben wir 103. Aber wir müssen ja bedenken, wir haben ja die auch noch ein bisschen gebufft. Hier Stärke plus 5. Und Stärke plus 3. Also eigentlich fehlen noch 15. 5. 15. Was war denn eigentlich mit diesem einen? Geschicklichkeit. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen noch zwei Level-Ups eigentlich, um die Stärke auf 100 durch Lehrmeister zu kriegen. Aber da wir jetzt ja gleich ein paar Viecher schlachten werden, sollte es schnell gehen. Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch übertrumpfen. Oh, Kämpfer. Stimmt, wir sind dieser Kämpfer. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Lob und so weiter. Außerdem können wir zeig mir deine Ware. Eventuell nochmal kurz verkaufen. Die haben ja wieder einiges bekommen. Aber ich meine, wenn wir jetzt Viecher schlachten gehen, dann kann man auch später verkaufen. Genug Geld, um irgendwas zu kaufen. Haben wir ja. Beziehungsweise die Waren sind ja nicht so teuer. Das können wir auch später machen. Der sagt gar nichts. Dann sprechen wir mal mit allen anderen und dann machen wir uns zur Hafenstadt auf. Ha! Jetzt ist er auch noch Kämpfer. Wo soll das bloß noch enden? Also ich bin auf jeden Fall schon mal auf Brogar gespannt, was der zu uns sagen wird. Der wird sich sicher nicht freuen. Du siehst etwas geschwächt aus. Hier, nimm erstmal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Dankeschön, gebratenes Fleisch. Ja, warum? Viel Glück noch. Denn nicht. Der erzählt doch viel, wenn der Tag. Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Du könntest. Mit dem können wir auch gar nicht über Obsidianschwerter sprechen. Na gut, dann eben nicht. Vielleicht hat ja Lorenzo was zu sagen. Du bist jetzt einer von uns, ja und? Du hast mir trotzdem nichts zu sagen, klar? Okay, ist ja gut. Ich will mich nicht weiter aufdrängen. Aber vielleicht... Ah ja, Craig, der ist nett. Na, wie fühlt es sich an, Kämpfer zu sein? Willkommen bei uns. Ja, so stelle ich mir das schon eher vor. Und nicht so wie hier Brogar ganz unfreundlich. Mir egal, ob du jetzt Kämpfer bist oder nicht. Hauptsache, ich muss mich nicht mit dir herumärgern. Ja, da ist er jetzt auf einmal eingeschüchtert, der Kleine. Hat sich seine Meinung ganz rasant geändert. Die ganzen Arbeiter und so werde ich es nicht ablaufen. So interessant sind die Gespräche bist auch nicht. Du bist jetzt Kämpfer, ja? Wurde Zeit, dass wir endlich neue Leute kriegen. Und dass wir neue Quests bekommen, das bezweifle ich auch. Nicht vergessen. Wir müssen das Lager verteidigen. Ja. Also spazier nicht ständig in der Weltgeschichte herum. Lass dich mal öfter hier sehen, okay? Ja, ich geh mal kurz zur Hafenstadt. Ne, bin bald wieder da, so ein paar Jahren vielleicht.